mit Quantico, im Preis des Bankhauses Metzler aus Spanien, Juan Pablo Matute Guimont. Juan Pablo, genieß den Applaus. Du hast den redlich verdient. Das war eine Kür vom Allerfeinsten, im besten Sinne des Wortes Kür. Die Musik interpretiert oder umgekehrt, das Pferd meinte man fast, hat die Musik aufgenommen. Es passte hundertprozentig zum Bewegungsablauf. Die Kür war zudem auch mit einigen Höchstschwierigkeiten bestückt. Nicht zuletzt von den zwei Pyretten zu reden, die beide einhängig geritten wurden und dabei allerdings mit ganz hohem Risiko. Der Reiter hat nämlich die Pyretten auf ganz, ganz kleinem Kreis angelegt, bestens zentriert, schön ausbalanciert. Da gab es sicherlich einheitlich recht hohe Noten. Leider ist eine Schwierigkeit beim zweiten Versuch missglückt. Symmetrisch wurden angelegt die zwei Tempiwechsel mit anschließendem Übergang zu den Wechseln von Sprung zu Sprung. Das ist eine sehr schwierige Lektion, zumal auch noch auf gebogener Linie. Beim zweiten Mal schlichen sich da leider Fehler bei den Zweiern wie bei den Wechseln von Sprung zu Sprung ein. Im Schritt hätte man sich das Pferd, um jetzt auf die Basics zu kommen, ein bisschen mehr loslassen können, ein bisschen mehr über den Rücken gehen können. In den Trabverstärkungen wünschte man sich etwas mehr Rahmenerweiterung, nur damit Sie verstehen, dass die Richter jetzt nicht vielleicht ganz euphorisch werden. Aber auf der B-Seite, da muss es eigentlich einige gute Noten geben für die Choreografie, für den Schwierigkeitsgrad und nicht zuletzt für die Übereinstimmung der Bewegungsabläufe mit der Musik. Zunächst einmal das Ergebnis.